Die Kirche steht allen Menschen offen. Ein ganz spezielles Beispiel dafür ist die Kirche St. Michael in Eschweiler. Diese wurde im vergangenen Jahr entwidmet und sollte fortan anderweitig genutzt werden. Im Schulterschluss mit der Kirchengemeinde richtete das Kinderheimhaus St. Josef deshalb hier eine sogenannte Screening-Gruppe ein. Eine Erstaufnahmeeinrichtung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die Kirche St. Michael ist aus den 70ern und ist dementsprechend ein Flachbau, eignet sich somit natürlich relativ gut, um sie zu beheizen auch. Die Räumlichkeiten sind sehr großzügig dimensioniert, sodass wir in der Lage sind, hier auch Schulungsräume noch mit anzubieten, wirklich auch Büros. Hier gibt es eine Hausmeisterwohnung, die wir umfunktionieren konnten, sodass wir auch die Mädchenzimmer räumlich getrennt haben von den Jungs. Also alles sehr geeignet, um diese Art von Gruppe hier zu installieren. Insgesamt bietet die Kirche Platz für 20 Jungen und 2 Mädchen. Die Unterbringung ist ein stationäres Angebot mit einer 24-Stunden-Betreuung. Für eine gelungene Integration ist aber die Kenntnis der deutschen Sprache wichtig. Um diese zu erlernen und den Alltag sinnvoll zu gestalten, bietet das Haus St. Josef zudem Kurse im Kinder- und Jugendzentrum an. Das beinhaltet Deutschunterricht für den Alltag, dass die Kids sich draußen im Alltag verständigen können. Sie sind da sehr engagiert, lernen über das Maß teilweise hinaus, sitzen immer wieder da, machen fleißig ihre Hausaufgaben, weil sie es einfach können möchten. Die Nachmittage gestalten die Jugendlichen wieder in St. Michael. Hier wird dann zum Beispiel gemeinsam musiziert. Die Unterkunft ist keine dauerhafte Lösung. In der Screening-Gruppe wird zunächst geklärt, ob die Flüchtlinge in andere Einrichtungen weiterverteilt werden können. Grundlage dafür sind 3 Kriterien. Das eine ist die gesundheitliche Verfassung, sprich da irgendwas dagegen, zum Beispiel Tuberkulose wäre sowas, wo man sagt, derjenige ist nicht verteilungsfähig. Dann sind Flüchtlingsgruppen gemeinsam unterwegs, also wenn Jungs zu 5 unterwegs sind, dann werden wir nicht einen hier behalten und 4 weiterschicken, sondern dann werden wir auch dafür Sorge tragen, dass sie zusammenbleiben. Und der dritte Punkt ist die Kindeswohlgefährdung generell, sprich irgendwas dagegen, da gibt es eine ganze Reihe noch Themen, Unterpunkte, wo wir nachher schauen im Erstgespräch. Spricht irgendwas gegen eine Verteilung? Ist das nicht der Fall, geht die Reise für die Flüchtlinge weiter. Maximal einen Monat lang bleiben sie in Eschweiler. Die anschließende Umverteilung erfolgt dann nach dem Königsteiner Schlüssel in Unterkünfte in ganz Deutschland.